Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode 7 Days to Die War of the Walkers auf Kugate Gaming. Wir haben gestern mal ein bisschen Rätselrallye gespielt, was sich jetzt mit diesen Berufen jetzt auf sich hat. Also vielen Dank auch für die Rückmeldungen und Kommentare. Ich glaube, wir haben es jetzt geklärt, was das Problem war. Und zwar fehlt uns noch ein anderer Beruf. Also es ist so, wie ich es angenommen habe, es besteht da eine Interdependenz, das heißt eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen den Berufen, sprich wir brauchen noch einen Beruf, ich glaube das war jetzt der Scharfschütze oder so ähnlich, den wir jetzt auch brauchen, dann kann ich entsprechend diese Waffenwerkbank oder Waffenschmiede bauen. Mit der Waffenschmiede können wir dann diesen Auger-Klingeteil bauen und dann können wir theoretisch irgendwie einen Auger bauen, beziehungsweise schauen wir uns nochmal schneller an, also wir reden jetzt da über diesen Klingenteil, da über diesen Eco oder HD Blade, ja, das ist in der Weaponsmithing Workstation und diese Auger-Teile auch in der Weaponsmithing Workstation, also meiner Meinung nach ist das ziemlicher Holler, weil das Rezept wird uns verkauft als exklusiv für diesen Beruf der Tradesman-Klasse. Und dann lernen wir das und dann können wir es aber nicht bauen, weil wir rum wieder einen anderen Beruf brauchen als Voraussetzung, um diese Teile herzustellen. Dann können wir den Auger zusammenbauen. Also mit anderen Worten, ja. Also da fehlt mir ein bisschen die Weitsicht bei der Mod-Entwicklung. Die Ideen sind gut, aber das ist noch nicht ausgereift. Das ist noch ein bisschen sehr eine dünne Suppe. Mit den falschen Zutaten. Aber ja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Zweiter Kritikpunkt habe ich ja auch bereits angesprochen. Wir kriegen Unmengen an Zeug, was sich da magisch in unserem Inventar materialisiert. Das gefällt mir also auch überhaupt nicht. Das ist ja schließlich ein Survival-Game und danke für den Grazer. Ja, dementsprechend wird auch die Game-Balance natürlich komplett zum Teufel gejagt. Sagen wir mal so. Das heißt, ich habe mir das Ganze mal jetzt durchgedacht und überlegt, was die Leute, glaube ich, dabei gedacht haben. Und meiner Interpretation nach, wenn ich das Ganze jetzt so sehe, ich habe jetzt auch dazu nicht jetzt glaube ich viel gelesen, aber von der Interpretation her legen die Mod-Autoren da auch gar keinen Wert auf die Game Balance, auf die klassische Game Balance von einem Survival Game, sprich Game Progression. Das ist ein levelbasiertes, skillbasiertes Spiel, wo man quasi mit einer gewissen Zeit lang entsprechend sich weiterentwickelt, der Charakter stärker wird. Da legen sie einfach keinen Wert drauf. Das ist mehr so actionlastig ausgelegt. Das heißt, wie ein Splatter-Movie quasi geht hier eigentlich die zombie-geschnetzelte Geschichte einfach in den Vordergrund. Ja? Und das Farmen, das Craften ist eigentlich sekundär, ist eigentlich nur Mittel zum Zweck sozusagen. So würde ich das jetzt also interpretieren. Also, mal okay, sagen wir mal so, sagen kann, das ist okay. Es entspricht jetzt nicht meiner Präferenz. Hat auch nichts mehr mit dem klassischen 7 Days to Die in dem Sinn zu tun. Weil da einfach der Survival-Aspekt wesentlich mehr Gewicht hat. Hoppala. Aber okay, das ist einfach so in diesem Mod. Das muss man einfach so mal akzeptieren, wenn man diesen Mod spielt. So viel dazu. Jetzt mal so mein Resümee, mein erstes. Zu diesem Mod. So. Nach dieser kleinen Aufwärmrunde würde ich sagen, wir machen doch mal Gebrauch von diesem Imba-Werkzeug mit über 200 Blockschaden, was wir jetzt quasi gratis bekommen haben. Diesen Diamant-Äxten und Spitzhacken und werden damit mal Ressourcen farmen, wie die Bösen. Ja? Wirklich wie die Bösen. Denn wir müssen uns auf die Horde vorbereiten. Die Horde kommt auch in diesem Mod natürlich und wir wissen nicht genau, wie stark sie wird. Das heißt, ja, wir müssen da mit einiger Gegenwehr rechnen. Ich habe mir zwar gesagt, es ist nicht ganz so extrem, aber naja, schauen wir mal. Lass mich überraschen. Ich habe mir überlegt, wir werden das Ganze aus Cobblestone bauen. Wurde zwar gesagt, auch in den Comments, ja, brauchst du aus Holz, aber denke mir, ja, also Holz. Nein, danke. Wir bauen das schon aus Cobblestone. Wir bauen keine große Konstruktion. Klein, aber fein. Bauen im Prinzip einen Horde-Abwehrturm mit Vogelkäfig kombiniert vielleicht. Ganz klein, ganz fein, nichts über drüber. Einfach so, dass wir die ersten zwei Wochen mal in Ruhe die Horde abwehren können und mal dann so richtig Fuß fassen können in diesem Mod. So mal die restlichen Berufe lernen können, etc. etc. Und das Ganze dann auch entsprechend so spielen, wie sie sich das die Mod-Autoren gedacht haben. Nämlich in Form eines Splatter-Movies sozusagen. Ja? So würde ich das mal interpretieren. Okay. Haben wir schon ein bisschen Ton? Jawohl. Dann machen wir doch wieder mal Cobblestone Rocks. Die dauern eh eine Weile, sammeln aber noch ein bisschen Ton. Das ist das mühseligste. Sie haben nämlich dummerweise uns keine Diamantschaufel gegeben.
Ja, man, Spitzhacke haben wir, die Axt hätte man gar nicht so gebraucht, weil ja, Holz brauchen wir nicht in den Mengen. Aber mit der Spitzhacke können wir dann bergeweise Stein abbauen. Also wir können quasi mit diesem super Werkzeug, das kann man quasi von Tag 1 an haben, wenn man den richtigen Beruf lernt, also diesen Tradesman am ersten Tag gleich, kann man im Prinzip innerhalb eines Tages, jetzt mal überschlagen, so viele Ressourcen farmen, wie man normal in 7 Days oder Vanilla in 2 Wochen farmen kann. Würde ich jetzt mal überschlagen. Weil der Blockschaden ist sowas von pervers hoch, dass man im Prinzip mit 2 Schlägen den Block zerploppen können. Und dementsprechend, ja, kann man da so den Stein und alles, was Stein verwandt ist, also sprich die ganzen Erzressourcen etc., wieder böse abbauen. Ne? Also wirklich wieder böse. Braucht man gar keinen Presslufthammer eigentlich, also gar keine Bohrer in dem Sinn. Aber okay, das habe ich jetzt bereits schon ausgeführt, warum, weshalb. Ich denke, dass die Moderatoren das so angelegt haben. Ob es einem gefällt oder nicht, sei dahingestellt. Aber so, so ist das jetzt in diesem Mod. So, bauen wir nochmal ein paar Felsen. Felsen, Cobblestone Rocks. 700. Holen wir uns noch was. Und ja, wir werden uns Aloe Vera jetzt besorgen. Jetzt bin ich schon wieder infiziert aufgrund eines Kratzers. Oder wir werden uns demnächst infizieren. Das finde ich gut. Dieses Kratzersystem ist gut. Allerdings müssen wir uns dafür entsprechend auch rüsten. Weil wir haben noch einen Honig, einmal Antibiotika und das war's dann. Wenn wir dann wieder gekratzt werden, dann ja, haben wir ein Problem. Wir müssen schauen, ob wir Antibiotika selber herstellen können. Wage ich zu bezweifeln. Ne? Aber aus gefühlsmäßig, ja, was wir bis jetzt gesehen haben. Entsprechend schauen wir, dass wir heute mal Aloe Vera auftreiben. So. Ja, das soll mal reichen. Machen wir uns mal auf der Suche nach Aloe Vera. Unser Minibike. Wir müssen uns auch einen besseren Motor besorgen, ja. Es ist ein 180er Motor drin, das heißt, wir duckern da jetzt wirklich im Moped-Style durch die Gegend. Alles okay. Schauen wir mal, ein paar Aloe Vera-Pflanzen finden. Und die Infektion gleich mal präventiv bekämpfen. Mit einer entsprechenden Bandage. Oh, Geier. Zum Geier mit dem Geier. Komm her da, Federvieh. Habe ich dich erwischt. Unsere Munitionsvorräte weiter reduziert, aber den Geier brauchen wir. Und wo zum Geier bist du abgestürzt, Geier? Oh nö, jetzt ernsthaft? Der ist doch hier runtergekommen. Da ist er. Da ist das Gras wirklich ganz so dicht wie in Fallout 4. Da finde ich die Sachen sogar. So, was ist das? Also mal kurz mal ausprobieren. Eisen. Also wie ihr seht, ich habe mich übertrieben. 1, 2, 3, 4. Also im Prinzip 4 Schläge. Für einen 1000er Block brauchen wir einen abzubauen. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy schnell. So, schau mal. Ich glaube, hier müsste eigentlich irgendwo Aloe Vera wachsen. Wir haben auf jeden Fall Aloe Vera schon gefunden gehabt. Bin mir nicht sicher, an welchem Biom. In welchem Biom war das? Yucca wächst hier. Moment, schauen wir mal kurz auf die Karte. Schauen wir mal da entlang. Richtung Hügel rauf. Ich habe sicher schon welche eingesammelt, das weiß ich. Da habe ich ja gewundert gleich am Anfang, warum da Aloe Vera wächst. Yucca wächst hier, aber ich sehe noch keine Aloe Vera. Goldrute, Chrysanthemen, Baumwolle, Yucca, Mais. Huh. Das müssen wir auf jeden Fall mal klären, weil das ist wichtig. Wir werden uns öfter jetzt noch infizieren. Es geht recht schnell, wie wir gesehen haben. Viel schneller als in Vanilla. Sehe ich nichts. Was nach Aloe Vera ausschaut. Wo habe ich das gefunden dann? In welchem Biom? Wir haben noch nicht so viel aufgedeckt. Wir haben Grasland. Vielleicht im Wald drüben. Vielleicht da. Da ist auch einen Schatz, ja. Aber den jagen wir jetzt echt nicht. Damals andere Sachen zu tun. Eben die Basis vorbereiten und jetzt Aloe Vera suchen. Und vor allem möchte ich dann ein besseres Werkzeug haben. Dann möchte ich dann den Bohrer haben. Dann haben wir noch einen Beruf. Dann lernen wir diesen Scharfschützen, glaube ich, ist das. Und dann können wir entsprechend diesen Makeshift, also diesen zusammengebastelten Bohrer bauen. Dann haben wir entsprechend ein wesentlich besseres Grabewerkzeug für den Sand und für die Erde.
Und dann können wir auch die Schätze wesentlich effektiver ausbuddeln. Also mit einem runter ins Tal, da die zwei Städte, die zwei zusammengewachsenen. Das Auto werden wir dann auch mitnehmen am Rückweg. Schauen wir uns dann auch gleich an. Wegen am Motor. Das ist wirklich ein wenig schwach, der Motor. Okay. In der ersten Woche ein Minibike hat, sollte man sich nicht drüber beschweren, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher sogar. Okay, da ist auch noch Savanne. Da müsste jetzt eigentlich irgendwo ein anderes Biom kommen. Ja, passt da runter den Hügel jetzt. Ja, genau, da kommt Wald. Schauen wir mal, was da eingesammelt haben. Ich kann mich leider nicht erinnern. Da haben wir den nächsten Geier, der so eine Runden zieht über unserem Haupt. Ah, da kommt er schon runter. Schauen wir mal, ob ich mit der Armbrust erwisch. Komm her, du Federvieh. Ja. Nein. Was machst du jetzt? Fliegt in Zickzack. Ha! Erwischt. Hat aber nicht gereicht, um ihn zu erledigen. Interessant. Ah, knapp. Zu hoch. Zu kurz. Okay, jetzt reicht's mal. Okay, das war's mit unserer Munition. Na, jetzt muss man im Nahkampf. Der kann ja nicht mehr viele Hitpoints haben. Guck mal her, du. Au! Ja, jetzt hat uns infiziert. Naja, macht nichts. Jetzt ist es schon egal. Wo bist du? Wo bist du? Dann warten wir quasi, bis die Infektion quasi sich auch ausbreitet von dem Schnitt. Dann haben wir kein Problem. Die Geier sind Infektionsherde, das wissen wir. Ich bin da gerade beschäftigt. Also jetzt nervt er uns wirklich. Das kommt überhaupt nicht mehr her. Halt mal still. Na, oh, hey. Na, endlich. So, das war ein harter Kampf, die Federn, ja. Ah, ja, ja. Infektion stört mich, wie gesagt, jetzt weniger. Die können wir jetzt auch behandeln. Aber eben nicht mehr so oft. Zweimal noch. Und dann war es das. Sofern wir nicht wieder eine neue Quelle finden, um das zu beheben. Jetzt schauen wir mal, ob ich das im Waldbiom gefunden habe. Da wächst irgend so ein komisches Grünzeug. Ja, ich glaube, das sind Kartoffeln. Da wachsen. Aber ich sehe noch keine Aloe Vera. Doch, da ist Aloe Vera. Ja, Tatsache. Tatsache, das ist ja. Nicht viel, aber ein bisschen was. Das ist Kartoffeln. Ja. Können wir auch mitnehmen. Wenn wir sie schon von unserer Nase haben. Warum nicht? Da ist wieder Aloe Vera. Sehr gut. Ja, okay, habe ich richtig geraten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, entsprechend hier einfach nur ein bisschen ums Umschauen. Da haben wir wieder eine. Können dann gleich da Bandagen anfertigen. Entsprechend die Infektion dann entsprechend bekämpfen. Da müssen wir noch ein bisschen anpflanzen, dann haben wir ja kein Problem mehr. Das war jetzt nur das Problem, dass ich einfach das bisschen, was wir hatten, eben verbraucht habe, ne, und dann mich nicht mehr erinnern konnte, hey, wo habe ich das eigentlich gefunden, das Zeug? Normal findet man in der Wüste und nicht im Wald. Entsprechend war ich da ein wenig unsicher, aber okay. Wir haben uns zum Glück diese Ressourcenquelle auch wieder erschlossen. Mal schauen, ob wir noch ein paar finden. Ob da was ist, da haben wir Kartoffeln. Da drüben wahrscheinlich. In der Regel
solche Felder sind, da wo da ein bisschen alles gerade und rüben wächst, müsste da eigentlich auch irgendwo mal zwei Baumstümpfe anschauen können. Lampe. Mhm. Taschenlampe, nicht schlecht. Brauchen wir nicht mehr, aber okay. Ha! Aloe Vera. Kartoffeln haben wir viele. Da haben wir wieder Aloe Vera. Ist auch schlecht zu sehen, weil es nicht sehr hoch ist, hochgewachsen ist. Was denn? Kein Inventarplatz mehr? Wirklich. Ernsthaft. Ja, wenn dem so ist, machen wir doch mal da mal Kleidungsfragmente draus und ein paar Kartoffeln können wir auch wieder einpacken. Und dann schauen wir noch, ob wir da noch irgendwo was finden. Ein paar mehr wären schon fein. Übrigens, das ist ein Schneebiom. Ja, das interessiert uns jetzt weniger. Im Moment. Hoppala. Da vorne sehe ich was. Ja, da haben wir links und rechts jeweils eine. Okay, viel findet man nicht, aber wir brauchen nicht viel. 10 Stück vielleicht. Ein Dutzend. Da haben wir da welche. Das sollte dann schon reichen. Wobei, ja, für die Aloe Vera Cane braucht man mehr als einen. Stimmt, da braucht man mehr als eine Pflanze, um die Salbe draus zu machen. Ich glaube, das war so Verhältnis 3 zu 1 oder gar 5 zu 1. Da kann man ruhig ein paar mehr brauchen. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Da hinten sehe ich was. Mhm. Das haben wir vorhin übersehen. Na, ist wie gesagt schlecht zu sehen, weil die sind sehr relativ im Verhältnis zu den anderen Pflanzen nicht so auffällig. Erstens farblich und zweitens natürlich von der Höhe. Da heben sich natürlich alle anderen, diese ganzen Nutzpflanzen da wesentlich stärker ab. So, okay. Halt, direkt daneben uns, war ja klar. So, wie viel haben wir? 12. Ja, holen wir noch ein paar. Dann können wir wenigstens ein, zwei Bandagen machen und den Rest anpflanzen. Wäre halt Dünger schon recht praktisch. Haben wir leider noch nicht. Oder ich glaube, eine Dünger haben wir ja, aber müssen wir Betonmischer, glaube ich, bauen, ja. Brauche ich mal wieder einen Motor und ja, ihr wisst, wir haben jetzt so viele andere Projekte am Laufen. Oder eigentlich jetzt nicht die Zeit haben für solche Nebensachen. Müssen wir mal den unmittelbaren Bedarf decken und dann können wir, denke ich, in der zweiten Woche dann ziemlich bequem in die Überproduktion gehen, ja, weil wir die Ruhe weg haben. So. Okay. Gut. Da sehe ich noch was. Sehr schön. Da ist eine andere Stadt. Haben wir die markiert? Ja, haben wir. Habe ich zwar als Dorf markiert, da rede ich schon. Ja, die haben wir schon mal gesehen. Schon einmal drüber gesprochen. Letztens habe ich als Dorf markiert. Das ist aber kein Dorf, das ist eine mittelgroße Stadt. Ja. Mittelgroße Stadt. Hm. Sehr schön. Okay. Ich glaube, wir haben genug. Ja, das sollte reichen. So, wie viel Aloe Vera Cane braucht das? 4. Ja, dann machen wir 3. Und dann haben wir noch ein bisschen was in Reserve. Und schauen wir mal am Rückweg vielleicht noch ein, zwei finden. 1, 2, 3, 4. Und dann können wir den Rest einfach anbauen. Ne? Das sollte dann eigentlich einmal für den unmittelbaren Bedarf reichen. Ich werde entsprechend aufpassen, dass wir nicht zu viele Nahkampftreffer bekommen. Genau, nehmen wir da noch was mit und dann haben wir eigentlich kein Problem. Bauen wir das an, dann wächst das nach. Und dann können wir halt immer alle 2, 3 Tage so 2, 3 Bandagen machen. Das sollte eigentlich, ja, wenn wir vorher 16 reichen. Und dann schauen wir uns mal in die Überproduktion gehen. Und dann haben wir keine Sorgen mehr. Dann können wir auch ein bisschen, ja, aggressiver das Ganze angehen. Wow. Da ballert wieder jemand in der Gegend rum. Ja, da oben am Hügel. Raider. Ja, lass ihn nicht stören. Wir schauen uns das Inventar noch, ja. Oh, da ja. Halifax. Die hätte ich gerne.
bin mir nicht sicher, ob die brauchen, aber ich habe das irgendwo gesehen, dass die brauchen. Ja, Explosivbolzen. Moment. Okay, habt ihr das gerade gesehen, was ich gesehen habe? Da hat gerade ein Baum gefällt mit der Pistole. Eine interessante Technik. Eine sehr interessante Technik. Alle sind viel wert. Geben uns die Explosion Gold. Schematic. Okay, was hast du noch Schönes? Schauen wir mal. Ja, sonst sehe ich da nichts. Okay. Super. Das haben wir gebraucht. Ganz wichtiges Rezept. Okay. Ich glaube, Leute, wir werden einen Rückweg antreten, uns auf die eigentliche Task stürzen, nämlich Horde-Vorbereitung. Halt, das noch ein Alvera. Hab ich gesehen, jawohl. Auf die eigentliche Aufgabe vorbereiten, die jetzt ansteht, nämlich die Horde. Die kommt morgen. Und dann werden wir entsprechend jetzt vorbereiten. Wir bauen entsprechend eine kleine Abwehrbasis, und zwar auf diesem Bunker drauf, den wir gefunden haben. Diesen neuen POI, die wir eingefügt haben, diesen Bunker. Wenn wir oben eine kleine Pole Defense draufbauen, innen nach außen Verteidigung mit einem Turm oben drauf. Dann ballert der nächste Typ in der Gegend rum. Dann lassen wir sie ballern. Ein paar Aloe Vera Pflanzen links und rechts mit. Und das Auto wollte ich noch irgendwo mitnehmen, richtig. Schauen wir mal, wo wir es finden auf der Straße, ob ich da den richtigen Vektor erwische, ob wir die Straße noch irgendwo kreuzen oder ob die weiter oben war. Na, ich glaube, die haben wir schon verpasst. Ist auch nicht so schlimm. Wie gesagt, das ist ein besseren Motor haben wir sofort. Sobald wir uns in der Stadt dann wieder einen Loot Run machen, haben wir, wie es binnen einen Tag, weiß ich nicht, 5 Motoren, 10 Motoren, 12 Motoren, keine Ahnung, und Bergmotoren, wenn wir sich darauf konzentrieren. Kein Problem. Hat jetzt eben nicht die Priorität. Die ein, zwei Tage können wir jetzt auch mit dem alten Motor durch die Gegend duckern. Und dann kümmern wir uns um die ganzen Details. Dann werden wir auch entsprechend die Rezepte wieder suchen. Dann gehen wir auf Jagd nach dem neuen Berufen. Dass wir entsprechend diesen Scharfschützen lernen können. Dann können wir diesen Auger bauen, diesen Bohrer. Den ich jetzt das Rezept gestern gelernt habe. Und dann sind wir ja im Geschäft. Weil dann können wir auch die Erde und den Sand und entsprechend richtig... Au! Zügig abbauen. Ja, und dann sieht das Ganze richtig gut aus. So, ja, da sind wir wieder. Ja, da steht ein Auto, das könnte man eventuell mitnehmen. Wobei, mein Inventar, ja. Wir haben das Minibike mit, richtig. Das müsste hier noch ziemlich vollgeladen sein mit Zeug. Kettensägen. Kettensägenklinge, das ist gut. Ja, da haben wir noch eine Menge Schrott drin. Das habe ich gar nicht ausgeräumt. Ist auch egal jetzt. Das ist es nicht wirklich. Wichtig, Recipes, First Aid Bandage. Was? Bauen wir die noch? Habe ich irgendwas. Moment. Hab jetzt irgendwas verpennt? Verpennt? Klopfenfragment, hab ich da reingeschlichtet. Ja, was hast du verpennt, Dude? Dude! Ernsthaft? So, okay. Ja, also Kettensägenteile sind gut. Jetzt haben wir diese Power Wrench. Oh mein Gott. Okay. Zweimal gedreht und das Auto fällt auseinander. Okay. Ja. Wie bereits angesprochen, also da, die wollen einen anscheinend das Farmen komplett. Lol. Ernsthaft. Ja, also sie wollen einem das Farmen eigentlich ersparen. Das ist so meine Resümee aus diesem Mod. Also eher für Casual Gamer ausgelegt. Das Grinden und das Farmen wird quasi massiv genervt. Also wir bekommen also wirklich Werkzeug geschenkt, das wirklich komplett OP ist. Ich meine, mit dreimal Wrench umdrehen das Auto zerlegt. Normalerweise werkt man da sicher 30 Sekunden an dem Auto rum. Und das ist einfach 1, 2, 3, schwuppdiwupp, ist es weg. Also dementsprechend ja. Wie bereits angesprochen, mir persönlich gefällt das überhaupt nicht, weil das einfach für mich diesen Aspekt des Farmens und des Grindens eigentlich wegnimmt. Aber wie dem auch sei, das ist auch nicht der Fokus dieses Mods. Dieser Mods, da geht eben mehr um die Action. Ja?
um den Herrn Schwarzenegger zu zitieren. Okay, mehr kann ich dabei nicht einpacken. Ist auch völlig egal, lassen wir das alles da drinnen, weil das mit den Batterie-Slots wie bis Ende nie. Dementsprechend schauen wir uns das mal oben an, wie wir uns weiter vorbereiten. Was wird das? Ja, das ist eine gute Frage. Ich warte bis die Infektion. Ich weiß nicht, ob die Infektion sich dann auf. Na, obwohl, geht ja vielleicht auf zweites Level? Eine spannende Frage. Infections Stage 1 and 2? Ja, okay, dann ist es egal. Also angenommen, die Infektion stackt. Weil wir haben ja quasi bereits eine Infektion. Das heißt, es könnte sein, dass die Infektion dann stackt. Das heißt, wir kommen automatisch in den nächsten Level. Die Tabletten können aber auch Stage 1 und 2. Na, Blödsinn, jetzt habe ich falsch gelesen. Eben nicht. Na, okay, dann machen wir es so. Sicher, sicher. Bin mir nicht sicher, aber das könnte durchaus sein, dass die Infektion sich dann verschlimmert, weil sie quasi dann doppelt moppelt, ne? Bin ich mir nicht sicher. Dementsprechend gehen wir auf Nummer sicher, verwenden eine Plantage. Ja, jetzt muss ich halt aufpassen, dass wir nicht gleich wieder alle verschwenden. Und dann sollte es eigentlich passen, ja, dass wir also da keine Probleme mehr bekommen. Wir haben einen Haufen Zeug, ja. Wie gesagt, die Ordnung, vergesst einfach die Ordnung, ja. Beachtet das gar nicht. Da mache ich mir jetzt auch keine Mühe. Wir versuchen das ein bisschen zu sortieren, aber nur eben ein bisschen, weil wir können eben die benannten Kisten noch nicht bauen. Das ist auch in einer speziellen Berufsgruppe. Und dementsprechend, ja, sind wir da die Hände gebunden. So, kann man da die Samen einfach so herstellen? Ja. Ah, ich brauche ein Rezept, um... Okay. Lol. Wir brauchen ein Rezept, um die Samen aus der Pflanze rauszuholen. Okay. Und lass mich raten, das ist Pharma, oder wie? Irgendwas Übles Farming. Er deckt das nicht ab. Level 1 von 1. Okay, wo ist das dann? Da. Aloe Vera Seed, ja. Learn how to craft Aloe Vera, Yucca Mushroom, Apple and Wheat Seeds. Gonna be caused by Scholar Class. Wir sind kein Scholar. Okay, ja, also ja, no comment. Wir brauchen im Prinzip jetzt noch einen anderen Beruf, damit wir die Samen quasi aus diesen Aloe Vera Pflanzen rausholen können. Ja, wie dem auch sei, damit werden wir jetzt halt eben leben müssen, fürchte ich, da haben wir jetzt also keine Wahl. Es ist ziemlich beknackt, wenn ihr mich fragt, aber okay, ist so, ja, gibt es jetzt einfach keine Diskussion. Müssen wir so akzeptieren. So, machen wir mal 60, 80, machen wir mal 80. Poles. Bauen wir die mal und dann würde ich sagen, wenn wir entsprechend das Inventar aus. Das Inventar sieht okay aus. Wir können das Stahl eventuell da, das Eisen da reinschlichten. Nochmal den Rest brauchen wir eigentlich relativ mit, weil wir wollen das entsprechend bauen. Ich will noch ein paar Bolzen bauen, wobei nein, Quatsch, das kann man auch raus tun. Wir brauchen nicht mehr Bolzen, 200 Schuss, das reicht ja wohl fürs Erste. Die leeren Glasflaschen, ja, könnten wir eigentlich mitnehmen, weil dann können wir runterfahren zum Dorfteich. Wir machen einfach einen haben wir Zeit für einen gemischten Loot-Run? Eigentlich nicht. Ja, dann lassen wir's. Bleiben wir fokussiert, Leute, bleiben wir fokussiert. Wir haben keine Zeit, weil es ist Tag 6 bald rum. Das heißt, keinen gemischten Loot-Run. Wir konzentrieren uns einfach jetzt dann weiter auf den Bau. Das heißt, wir werden mal hinfahren, uns das Ganze mal anschauen, das Ganze mal ausmessen, schauen, wie wir das bauen. Trinken mal was und dann werden wir das mal kurz besprechen, wie genau wir das Ganze anlegen. Vielleicht können wir unterwegs einen Motor organisieren, weil wir haben gesehen, die Autos können wir quasi ruckzuck zerlegen. Ne? Also da kann sich jede Werkstätte bei uns was abschauen, ja, wie schnell wir das Auto zerlegen können und dementsprechend können wir entsprechend auch einen Motor vielleicht irgendwo noch ergattern, einen besseren Minibike-Motor. Das wäre natürlich nicht schlecht.
Und dann schauen wir einfach mal rüber zur Baustelle, wo wir quasi den Bunker in Beschlag nehmen und quasi unten ausbauen können. Mit dem Werkzeug ja kein Problem. Und dann werden wir entsprechend schauen, wie wir das weitermachen. Ja. Kein Kommentar. Ihr seht es ja selbst. Schwupp. Ja, ist ein anderer, ist einfach ein anderer, komplett anderer Fokus. Komplett anderer Fokus. Das heißt, wir werden extrem viele Splatter-Movie-Episoden machen. Ja, weil ich brauche nicht farmen. Normalerweise würden wir da die halbe Spielzeit mit Farmen verbringen, aber ja, so. Das ist halt sehr viel Geballer. Sehr viel geballert und noch mehr geballert und noch mehr geballert und geschnitzt. Das Farmen ist binnen 3 Sekunden so nebenbei mal schwuppdiwupp erledigt. Soll mal recht sein für diese Staffel. Soll mal recht sein. Ja, da haben wir nochmal 2 Autos, nehmen wir die machen wir mal mit. Aha, Dankeschön. Oh, Small. Nein! Oh, oh! Na bitte. Okay, Moment. Zerlegen, zerlegen. Eco Engine. Was ist denn das? Max Speed 14,9, 17,8, 12,8. Boah, noch. Boah! Ja, no comment. Da haben wir noch eine HD-Engine gefunden. Max Speed 17. 17,8 ist immer noch besser, aber diese HD-Engines sind anscheinend deutlich besser. Also, da gibt es noch richtige. Oh, hoppala, Verzeihung. Super-Engines, die wir quasi finden können. Also so, keine Ahnung, 400 PS Motor, den man dann quasi in dieses Minibike da reinschrauben. Also auf die Art halt, ne? Das kann schon schief gehen. Hoppla. Ja, machen wir noch einen Poll, whatever. Gut, ja, Motorenproblem haben wir auch gelöst. Da haben wir in der letzten Staffel auch, glaube ich, 2 Episoden dazu gemacht auf der Motorenjagd. Und ja, nachtanken wäre auch nicht schlecht. Haben wir jetzt noch ein paar Sekunden erledigt. So, weiter geht's. Ja. Nehmen wir die paar Autos da auch noch schnell mit von der Akademie. Ist ja auch schon egal, ne? Wie viel Platz haben wir im Inventar? Ja, kann sich ausgehen. Schwupp, schwupp, schwupp. Das Auto muss ich sogar mehr schrauben als 3-mal. Schau da an. So, schmeißen wir nichts am Boden. Nein. Tolle Batterie gefunden. Super. Ja. Mal die Batterie tauschen. Ja, das ist alles schon purpur. Nicht schlecht. Oh weia, Treibstoff haben wir auch schon Raummengen. Oh, das Fett können wir da raus tun, die Knochen können wir raus tun, das Leder, ich weiß. Versucht ein bisschen Platz zu schaffen, weil das Inventar ist sofort voll. Es gibt da eben eine Mod-Variante mit mehr Platz, aber die habe ich jetzt nicht installiert. Entsprechend, mir reicht das Minibike, das ist wirklich genug. Mal ab und zu mal rüber schlichten, aber kein Problem. Ja, haben wir wieder einen Motor gefunden. Eco Small Engine, ja. Okay, also wir haben genug Motoren, das sollte genug sein. Lassen wir uns mal gut sein, der Motor ist stark genug. Da ist übrigens der Bunker, da fahren wir jetzt mal hin. Schauen wir uns mal an. Wenn ich mal zeigen kann, wie wir das in Angriff nehmen können, werden. Und ja, jetzt sind wir mal richtig flott unterwegs. Klar, mit dem 600er Motor. Brausen wir durch die Stadt. Haben wir das auch schon erledigt. Und, Aru? Ist das ein anderer Bunker? Hey, Dude! Dude, du bist ein Händler, oder? Dude, du schaust aus wie ein Händler. Ja. So, da kannst du mal gleich mal den Motor haben. Da, den Motor kannst du auch gleich haben, weil kein Problem. Wir können es in 2 Sekunden wieder organisieren, wenn wir brauchen. Ein Scrap-Helmet. Boah, vielleicht. Kaufen wir halt einmal, weil kostet eh nicht viel. Muss ich jetzt halt mal nachschauen, ob der gut oder schlecht ist. Ist ja egal. Gunpowder, Kugeln, Generatorbank. Kannst du mal hergeben. Explosivenbolzen. Ja, warum nicht? Wir haben die Kohle, her damit. Sehr gut. Stahlbolzen. Ja, brauchen wir nicht unbedingt. Passt schon. Dankeschön. Dankeschön. Na bitte, da ist der Bunker. Ja, da ist er. Ich habe euch falsch markiert, schaut mal. Okay, ja, das ist kleine Stillleben da. Ja, ich habe ihn falsch markiert, da muss ich näher ranzoomen.
So, und ja, die andere Markierung lösche ich gleich mal, weil das sonst nur verwirrend. Weil das ist halt sehr, 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 sehr klein, wobei. Ach, da oben, richtig, ja. Shared Waypoints, da bin ich, da falle ich jedes Mal drauf rein, das ist User Interface. Oh! Nein! Hey, halt! Besetzt! Der Bunker ist besetzt! Fräulein, nein! Also. Fällt die Leiter runter. Na gut, muss ich runter sie aufräumen, sonst. Ich habe unten eine riesen Sauerei. So. Okay. Also wir haben hier einen kleinen POI. Noch nicht mal fertig gelootet. Oh, schaut mal in das Bookcase. Oh. 44er Hollow Points gemeint gefunden. Wir werden diesen Bunker einfach rausbauen, würde ich sagen. Weil sie schon fertig runtergegraben können, quasi hier einfach oben drauf was draufbauen. Das heißt, der Plan wäre, dass wir quasi erstmal das Minibike ein bisschen näher reinholen. Dass ich mal ein paar Sachen abladen kann. Und dann könnten wir quasi hier einfach eine kleine Polyfence draufbauen, oben drauf. Schwuppdiwupp und tralala. So. Ein bisschen Platz gemacht. Ja, werden mal dieses ganze Gestrüpp da mal entfernen rundherum. Und sprechen dann hier quasi eine Pole-Defense draufbauen. Ich werde es mal skizzieren mal mit den klassischen Holzrahmen, wie man das normalerweise macht. Um entsprechend. Da, ich habe sie sogar. Ja. Ich habe sie schon in meine Favoriten gelegt. Wie clever bin ich denn? Wie viel werden wir brauchen? Naja, 30 Stück sollten reichen. Im klein, aber fein oben mal drauf gebaut. Und dann können wir entsprechend, ja, wenn wir wollen, das später weiter ausbauen, verfeinern, auf Beton upgraden oder was auch immer machen. Ja, das schauen wir dann. Jetzt geht es ja mal wirklich nur darum, dass das Ganze mal für die ersten ein, zwei Horden mal hergerichtet wird. Die Wohnbasis haben wir ja quasi dann unten. Das heißt, können wir unten diesen Bereich dann ausbauen. Das ist ja wirklich klein gestaltet. Ich meine, ihr habt ja gesehen, alle die ganzen neuen Werkbänke, wie viel Platz wir dafür brauchen. Gibt es jetzt, glaube ich, 4 oder 5 neue Werkbänke oder Installationen, die wir verbauen müssen. Das heißt, zuzüglich zu einem bereits bestehenden brauchen wir da also etliche Quadratmeter. Das heißt, wir werden einfach unten diesen Bunkerbereich weiter ausschachten. Aber wir können quasi unten schon in Ruhe arbeiten und ja, mit dem entsprechenden Werkzeug, was wir haben, denke ich auch den Beton relativ leicht zerlegen. Das wäre sonst mit dem Eisenwerkzeug natürlich ein ziemliches Unding, den verstärkten Stahlbeton natürlich diese 9000 Trefferpunkte oder was da wegzukiefeln. Ne? Das können wir jetzt auch problemlos. Also relativ problemlos realisieren. Ja. Und dann denke ich, werden wir einfach sagen, wir legen da oben aus. Schauen wir mal, das ist 3x3. Wir machen es natürlich eine ungerade Zahl. Das heißt, machen wir 4, 5, 6, 7. Also 1, 2, 3, 4 rüber. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir im Prinzip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, 11 mal 11. Ich glaube, das ist. 11 mal 11 ist groß genug. Wir könnten es auch 9 mal 9 machen. Machen wir es ruhig 11 mal 11. Wir haben genug Baumaterial. Wir haben kein Problem, das Material aufzutreiben. Und das ist ein bisschen geräumiger, das Ganze. Das heißt. 5 weg von der Mitte müssten es eigentlich sein, wenn ich das richtig im Kopf gerechnet habe. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist schon zu weit. Müsste eigentlich so sein, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bin aber irgendwo verzählt. Wie dem auch sei, Leute. Ich würde mir das schon mal ausschnapsen, dass man es entsprechend von den Maßen richtig designen, aber ihr versteht im Prinzip, worum es geht. Wir werden dann morgen hier weiter fortsetzen. Diese Konstruktion einfach einmal hochziehen. Die Poles habe ich ja schon quasi produziert, das heißt, die kann man einfach ratzfatz dann einfach auslegen. Ja, und entsprechend dann einfach hier mal die Pole-Defense hochziehen, wir werden eventuell ja ein bisschen die Erde da weggraben, was man drunter zumindest dann mal einen Flagstone da drunter legen dann, ja, das machen wir dann auch. Und dann haben wir entsprechend heute noch Zeit, morgen Zeit entsprechend das fertigzustellen. Sollte eigentlich kein Problem sein, die Basis in dieser Größe fertigzustellen, dass wir
ja, morgen dann, also morgen im Sinne von am Tag 7 die Horde abwehren können. Wir machen halt ruhig am Freitag wieder eine Leistung machen. Dann können wir entsprechend die Horde gemeinsam machen. 20 Uhr. Ich denke mal, bis dahin sollten wir das eigentlich fertig haben. Die ganze Konstruktion, wie gesagt, also mal nicht zu aufwendig, sondern einfach klein, aber fein. 11x11 eine Pole Defense und dann können wir quasi oben noch einen Turm draufbauen in der Mitte, der quasi dann rauf geht und dann quasi einen Balkon hat oder sowas, ne? Also so richtig schick. Und das kann man dann später ausbauen mit Beleuchtungselementen, Bewegungssensoren, Elektrozaun. Das Ganze einfach, ja, so ähnlich wie wir das letzte Mal gebaut in der letzten Staffel, nur wesentlich kleiner, weil der Lag einfach sonst wirklich eine Katastrophe ist, weil die Engine einfach das nicht da bläst. Okay, also circa mal so in den Maßen. Ich werde es dann nochmal genau ausmessen, ob das wirklich passt, weil irgendwie ganz, ganz sicher bin ich mir jetzt noch nicht, ob das passt. Wir werden auf jeden Fall morgen das mal in Angriff nehmen. Hoffen, seid dabei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.